Yo, servus, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute habe ich seit längerem mal wieder ein Video für euch. Heute habe ich ein Video mit 10 Fakten über mich. Ich habe schon mal ein Video mit 15 Fakten über mich gemacht. Das ist ja, meine ich, schon, es könnte sogar schon ein gutes Jahr her sein. Ist auf jeden Fall richtig alt. Ich kann es ja mal unten in der Videobeschreibung verlinken für die Leute, die es noch interessiert. So Leute, der erste Fakt ist, ihr kennt ja alle den Joghurt mit der Ecke. Wahrscheinlich, den man so knicken kann, wo dann so, weiß ich, Cornflakes oder sonst irgendwas drin sind. Ich bin vermutlich vielleicht einer der wenigen Menschen, der den Joghurt einfach nicht so benutzt, wie man es machen soll. Man soll das ja knicken und dann mit dem, quasi mit dem weißen Joghurt, mit dem ganz normalen da vermischen. Mache ich nicht. Ich esse generell immer, wenn ich diesen Joghurt esse, beides getrennt. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Aber ich mache es einfach. Ich esse immer erst den normalen, den weißen Joghurt, und danach esse ich immer eigentlich das, dann die, was weiß ich, diese Schokoperlen oder sonst irgendwas, dann im Nachhinein, quasi so danach erst, ich weiß nicht, ich mische den einfach nicht, ich esse das immer getrennt voneinander. Ich kann echt euch nicht sagen ganz genau, warum ich das mache, aber ich mache es eigentlich schon immer. Ich habe mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich den Joghurt schon mal irgendwann anders gegessen habe. Das ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam, aber auf jeden Fall mache ich das immer so. So, kommen wir mal zum zweiten Fakt. Ich mache meistens immer, wenn ich zocken will, meine Konsole schon mal an, und dann ist immer irgendwie so eine Sache, ich zock dann meistens irgendwie gar nicht, ich weiß gar nicht, warum das ist. Zum Beispiel, ich mache die Konsole an, so, will irgendwie was zocken, gehe dann zum Beispiel auch schon in das Game rein, wie in FIFA oder so, aber mach dann manchmal noch stundenlang irgendwas anderes, bin irgendwie Videos am gucken, tu Musik hören, tu gucken, ob es neue Musik gibt und so, oder lese mir irgendwelche News zu irgendwelchen Games oder sonst irgendwas durch. Aber wie gesagt, ich habe die Konsole eigentlich angemacht, um zu zocken, mache aber meistens immer irgendwelche anderen Sachen. Das war mir wie oft so, manchmal habe ich die Konsole auch irgendwie einen halben Tag an und habe da irgendwie von keine Minute gezockt oder so. Ist auch ein bisschen komisch, aber wie gesagt, manchmal verpeile ich irgendwie voll, was ich dann eigentlich wirklich machen wollte. Da mache dann wirklich erst nach vielen Stunden dann die Konsole auch wieder aus. Oder sie geht durch den Energiesparmodus wieder aus, weil ich einfach nichts gemacht habe. Daran ist schon ein bisschen belastend, würde ich jetzt sagen, aber es ist nun mal so. So, kommen wir zum dritten Punkt. Was bei mir auch richtig heftig ist, muss ich schon sagen, dass ich, wenn ich Beifahrer im Auto bin, werde ich übelst schnell müde. Das ist wirklich nicht normal. Ich meine, es kann sein, dass ich so, also ich bin 5 Minuten unterwegs oder so, und kann dann schon sein, dass ich dann schon einschlafen könnte. So müde werde ich vom Autofahren, wenn ich nicht selber fahre. Wenn ich selber fahre, ist das alles kein Problem. Da kann ich auch weite Strecken am Stück fahren und so. Das ist alles ganz easy. Aber sobald ich Beifahrer bin im Auto, ist es für mich, das ist irgendwie das beste Schlafmittel, was es gibt. Sobald ich da im Auto sitze, bin ich direkt übelst krass müde. Das verstehe ich auch nicht ganz genau, woran das liegt, aber das macht mich irgendwie immer alles so krass müde. Ich kann auch nicht lange aus dem Fenster gucken oder so, weil dann schlafe ich direkt ein. Oder wenn ich da ein bisschen Musik am Hören bin oder so, dann geht das alles meistens immer richtig schnell bei mir. So Leute, jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Ich habe in COD, also in, jetzt halt in den Teilen, wo es den Zombie-Modus gibt, habe ich fast noch nie Zombies gespielt. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es gefällt mir irgendwie nicht so. Ich habe es irgendwie mal angezockt oder so. Ich habe wirklich fast noch nie Zombie gezockt. Also bei COD, das können wahrscheinlich manche von euch gar nicht nachvollziehen, denken sich, oh scheiße, Digga, wie kannst du sowas machen? Zombie-Beste und so. Ich meine, gut, wem es gefällt, soll es auf jeden Fall zocken, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht ein Fan von. Ich werde es wahrscheinlich auch im BO3 auch nicht zocken, wenn es dann draußen ist, weil es mich einfach irgendwie überhaupt nicht juckt. So Zombie-Spiele an für sich sind zum Beispiel richtig cool, aber so Zombie in COD gefällt mir nicht, bockt mir einfach irgendwie nicht so richtig. So, der fünfte Fakt ist, dass ich eigentlich niemals richtig frühstücke. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich richtig gewollt von mir aus quasi so ein Frühstück gemacht habe. Wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin oder irgendwie in einem Hotel bin oder so, da hole ich schon je nachdem mal so ein Frühstück mit. Aber dass ich jetzt extra früher aufstehe, um Frühstück zu machen, das gibt es bei mir eigentlich generell gar nicht, weil ich denke mir immer, scheiß auf das Frühstück oder so, holst dir gerade schnell ein Brot in die Hand und dann kannst du auch was kurz essen und dann fährst du zur Arbeit oder sonst irgendwas. Bei mir ist die Zeit irgendwie, dass ich so früh eine halbe Stunde länger pennen kann oder so, viel mehr wert, als irgendwie mich da eine halbe Stunde hinzusetzen, da großartig irgendwie zu essen, zu machen, Kaffee und so ein Kram. Deswegen bin ich dann lieber am Schlafen, als irgendwie da großartig Frühstück zu machen. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch genauso ist, ob euch der Schlaf wichtiger ist als das Frühstück. So, kommen wir zum sechsten Fakt. Ich habe mir in meinem Leben bis jetzt noch nie was gebrochen. Da bin ich wirklich ziemlich glücklich drüber eigentlich, weil ich nicht unbedingt scharf drauf bin, das mal irgendwie zu erfahren. Weil ich kenne halt viele Leute so, nicht unbedingt im Bekanntenkreis, aber halt generell so, wenn man früher auf der Schule war und so, da waren andauernd immer welche dabei, die hatten andauernd irgendwie sich einen Arm schon mehrfach gebrochen oder das Bein oder Finger oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich habe noch nie wirklich mich da schwerwiegend in der Richtung verletzt. Ich habe mir mal, soweit ich weiß, den großen Zeh so minimal angebrochen, weil ich da
irgendwo sauheftig gegengetreten hatte, aber das war auch das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann. Aber wirklich was richtig gebrochen hatte ich noch nie, weder einen Finger oder so. Das ist ja bei vielen gang und gäbe, dass sie sich mal irgendwie mal was brechen. Keine Ahnung warum. Und wie gesagt, ist mir halt immer noch nicht bis jetzt passiert. Bin ich, wie gesagt, auch sehr froh drüber. So, kommen wir zum siebten Punkt. Ich mache Sachen wirklich oft auf den letzten Drücker, muss ich sagen, ist jetzt eigentlich keine so gute Eigenschaft von mir. Aber das heißt Eigenschaft, aber ich bin irgendwie so ein Mensch, der chillt irgendwie lieber mehr und schiebt alles so ein bisschen auf und denkt sich, ja komm, das kann ich in 2 Stunden noch machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Video hier nehme, ich zum Beispiel jetzt um 0:30 Uhr gerade auf, obwohl ich wieder um 5 Uhr aufstehen muss, für mich fertig zu machen, dann für zur Arbeit zu gehen, ist auch nicht ganz so schlau, das Video so spät aufzunehmen, wo ich eigentlich den ganzen Tag Zeit hatte, aber ich habe wieder irgendwelche anderen Sachen gemacht und dafür nehme ich das Video halt jetzt auf. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel sonntags ein Video aufnehme, ich könnte das Video auch, wenn ich um 12 oder so irgendwann aufstehe, könnte ich das dann auch aufnehmen, aber meistens nehme ich es dann irgendwann erst um, weiß ich, um 3 oder um 4 Uhr auf. Dann wird es schon immer relativ knapp mit der Zeit, je nachdem, weil ich einfach, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie so ein Mensch, der schiebt halt alles ein bisschen auf. Manchmal ist es halt wirklich schon ein bisschen nervig und belastend, aber ich kann es mir irgendwie nicht abgewöhnen. Könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch genauso ist mit manchen Sachen, ob euch immer denkt, ja komm, das mache ich irgendwann mal und so, dann ist es auch noch gut. So, kommen wir zum achten Punkt. Ich schreibe bei WhatsApp meistens immer zurück, aber auch wenn mir Leute, ein Kollege oder sonst wer, irgendwie so einen saugroßen Text schreibt mit irgendwas, was passiert ist oder so, oder wie ich irgendwas finde, und ich schreibe dann meistens immer so eine Standardantwort für es, von mir ist einfach okay, also mit der Abkürzung OK ist. Ist für mich einfach so eine Standard, wie soll ich sagen, eine Standardantwort von mir. Auch wenn ich dann einen riesen langen Text bekomme mit, was weiß ich, 5 Fragen oder so, antworte ich erstmal okay und schreibe dann vielleicht erstmal gar nicht zurück. Wird wahrscheinlich manche ziemlich aufregen von euch, wenn er dann so eine Antwort bekommt, weil ich bin irgendwie nicht jemand, der gerne, ich schreibe nicht gerne so viel zurück. Also ich schreibe nicht gerne im WhatsApp jetzt so riesen lange Texte, da wo ich ja hier mein halbes Leben erkläre oder so. Das ist irgendwie gar nicht so meine Art. Wenn es wirklich was zu klären gibt, bin ich wirklich eher lieber so der Typ von Mensch, der dann wirklich gern eher so anrufen tut, dann das wirklich so klärt. Das finde ich einfach dann besser, wenn wirklich viel zu sagen ist oder viel zu klären ist, finde ich das, mache ich das lieber jetzt so am Telefon direkt oder über Skype oder je nachdem oder TS, je nach, das ist mir dann, wie gesagt, schon wesentlich lieber, als da ewig viel zu schreiben. Ich meine, man kann ein bisschen was schreiben, ist immer cool und lustig, aber da so riesenlange Texte, da bin ich absolut nicht der Freund davon. So, kommen wir zum 9. Punkt. So, in meiner COD-Suchtzeit, also wo ich wirklich krass gesuchtet habe, also MW2, MW3 und halt auch BO2, gab es wirklich Phasen, da habe ich mich auf wirklich neue Spiele auch gefreut, die halt rauskamen, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, das Game zockst du auf jeden Fall mal. Dann habe ich mir die Spiele gekauft und habe sie wirklich deswegen, weil ich COD so krass gesuchtet habe, habe ich sie dann einfach nicht gezockt. Das ist schon ein bisschen belastend und natürlich auch ein bisschen dumm, dann für ein Spiel Geld auszugeben, was man nie zockt. Ich habe wirklich Spiele dabei gehabt, die habe ich wirklich gerade mal ausgepackt, eingelegt, quasi installiert, vielleicht das ersten 2 Level gemacht und dann habe ich schon wieder angefangen, COD zu spielen. Und wenn ich dann wieder die CD quasi rausgenommen habe aus der Konsole und habe dann wieder COD eingelegt, dann war es eigentlich schon mit dem Spiel geschehen irgendwie. Da habe ich schon nie mehr angerührt, weil dann einfach wieder COD im Vordergrund stand, weil in der Zeit von zum Beispiel vom BO2, wo ich krass gesucht habe, habe ich 2 Jahre lang fast keine andere CD damals in der Xbox gehabt als BO2, also da kam irgendwie nichts anderes rein. Skyrim war damals das einzige Spiel, was mich mal ungefähr eine Woche davon abgehalten hat, COD zu spielen, weil das Game wirklich richtig Bock gemacht hat. So habe ich damals gesucht und das war auf jeden Fall schon eine richtig geile Zeit gewesen. So, kommen wir zum 10. und zum letzten Fakt, wo ich auch nicht unbedingt, was heißt stolz drauf bin, aber was auch manchmal ein bisschen belastend sein kann, dass ich manchmal wirklich mega faul bin. Das ist auch so eine Sache, das hat auch mit dem Aufschieben immer so zu tun, weil ich einfach irgendwie manchmal, für die kleinsten Sachen einfach zu faul bin. Zum Beispiel ist es meistens so, ich mache einige Videos, wenn ich dann so 5, 6, 7 Videos gemacht habe oder so, also über die Zeit, habe ich dann immer noch die ganzen Dateien auf meinem Desktop zum Beispiel rumfliegen. Ich müll zum Beispiel wie oft mein Desktop sau krass zu. Dann muss ich dann immer ewig lange dann wieder suchen, dann fuckt es mich selber irgendwann ab und dann irgendwann werde ich mich dann mal dazu bewegen können, mal den Desktop oder sowas zu also zu säubern, alles mal wieder so in die Ordner einzusortieren. Ich habe mir da extra Ordner gemacht von YouTube und so, aber ich bin da meistens immer zu faul, direkt wenn ich das Video jetzt aufgenommen habe, das schon mal in den dazugehörigen Ordner abzuspeichern, ist einfach zu viel Arbeit. Das mache ich dann irgendwann mal, wenn es wieder ganz viel Arbeit ist und eigentlich viel mehr Aufwand ist, aber naja, ist halt alles so eine Sache manchmal mit den Sachen, die man machen will. Das funktioniert manchmal bei mir nicht ganz so, wie ich da irgendwie mir das vorstelle, weil die Lust irgendwie, naja, mir da sozusagen Strich durch die Rechnung macht. Das soll es von mir aus auch heute gewesen sein. Tschüss, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.